Jetzt ist nur noch das Problem, dass wir kein Fleisch mehr haben. Und ich weiß genau, es wird noch einen geben, der uns so wie das hier den Weg versperrt, wo wir nichts gegen tun können. Aber vielleicht ist hier ja direkt noch ein Krondir-Angriff. Das wäre ziemlich geil. So, die müssen wir umlaufen. Außer wir bringen noch genug Krondirs um, um die... So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. So. Und da sehen wir schon, jetzt sind wir eigentlich schon stark genug, dass wir die einfach so umbringen können, ohne was groß zu machen. So. Ja, du kannst auch hier. Achso. Du kannst auch hier mit deinem Bogen wieder drauf schießen. Er hat nicht mehr viele Pfeile. Dann müssen wir ihn sowieso wieder ausstatten, was wieder Geld kostet. So oft ist nichts geschossen mehr, dass ich ihn wirklich schießen lasse. Also ist nichts, meine ich nicht, dass er nicht getroffen hat, sondern dass er dass der Gegner schon weg war. Zur Zeit. Er fühlt sich sehr viel besser. So, 17 Punkte. Wir können leider nur einmal vorrücken. Und jetzt wird das immer so passieren, dass der zurückrückt und wir vorrücken. Also lassen wir ihn einfach fliehen. So. Ich glaube, wir haben jetzt die Erfahrungspunkte für den einen Gegner nicht bekommen. Und das ist das, was ich meine. Hier müssen wir dann vorbei. Und der ist tatsächlich uns im Weg. Und dann ist hier nochmal eine, noch mal so eine Falle. So, manipulieren. So, ein besserer Bogen für Rainer und ein paar Pfeile. So, den Schild kann Sira nehmen. Nur auf die Verteilung. Den Schild können wir verkaufen. So, wer kann am besten Schlösser knacken? 15, 25, 15. Gut, der bekommt die Dietriche. Das verzierte Schwert, das wird wahrscheinlich eher Rainer dann haben, ne? Das schwere Kurzschwert kann verkauft werden. Und das hier ist ein gutes Werkzeug. So, machen wir das mal so. Genau. Gut, diese Falle hier kann man auch einfach umgehen. Klar. Ist nichts von Wert in dem Rümpel. Das Ding ist nicht kaputt. Das ist einfach eine andere Farbe hatte. Ich gucke es mir nochmal näher an. Okay, hier ist ein Tonfehler. Aber auch nicht allzu schlimm. Irgendein Flugtier. Und mit dem Growl-Geräusch nehme ich an, dass dieses Flugtier ein Gegner ist. Ja, und hier sind nochmal zwei Fallen. Ja, ich wollte sie anschauen. Ich wollte die Besichtskarte aufmachen. Genau, da will ich rauf, dieses Feld. Dann kann ich nämlich hier... Die sind wahrscheinlich hinter der Wand oder so. Und wittern uns... sind drei Kämpfe. Schauen wir. So. Und dann können wir hier nochmal nach Süden gehen. Hier ist auch nochmal Zeugs zum Einsammeln. Ah, deswegen haben wir diese Pflanze gehabt, die man manipulieren kann. Damit wir lernen, dass wir jetzt hier den Weg freiräumen können.
Und hier kommt jetzt bestimmt gleich, kommen jetzt bestimmt gleich wieder Angriffe. Ja, guck mal, da kommt auch wieder Fleisch für den Schlund. Rücken wir doch vor. Und greifen dort direkt an. So. Hat der den starken Bogen schon? Nein. So. Damit macht er nämlich direkt 3 Schadenspunkte mehr. Wenn er denn trifft, was er eben hat. Krieg. Das war unser Leader, demnach müssen wir einen neuen Leader wählen. Wir können zum Glück noch auf sein Inventar zugreifen. Das ist nicht gut, was da passiert ist. So. Jetzt müssen wir ganz schnell ihn trinken lassen. Falls jetzt noch ein Angriff kommt, ich will jetzt erstmal wieder raus, zurück in die Stadt. Oh, was habe ich mir gedacht? Was habe ich mir gedacht? Au. Ja, das sind immer 12 Punkte, okay. So, er soll auch die Party führen. Das hat auch noch einen anderen Grund. Später hier in diesem Dungeon ist es sehr sinnvoll, wenn ein Iskai der Anführer der Gruppe ist. Ich hätte vergessen, dass wir noch die Stimpacks haben, ehrlich gesagt. Dann gehe ich doch erst nochmal hier gucken, was das ist. Das ist einmal nichts. Ich meine, normal ist ja die Dings, dass man hergeht und den Spieler für Gefahren, die er meistert, belohnt. Gut, wir haben jetzt das Loot von den Gegnern bekommen. Gut, hier werden wir dieses Ding reingucken, nicht, dass da eine Wand ist, die. Das ist dann nicht. Ich will den Kompass haben. Hier, den hätten sie sich auch sparen können. Der macht nämlich die Welt schwerer, ist mal lesbar. So. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen erstmal zurück. Erstmal zurück. Die Nacht. Zu den Flugviechern. Hier die Abkürzung nehmen. Na komm, so. Jetzt sind wir doch außen rumgelaufen. Naja, egal. Ja, jetzt brauche ich auch keine Fackel mehr. Jetzt gehen wir hier raus. Und gehen nach Hause. So, jetzt sind wir bei Vanya angekommen und verkaufen eben. Entsprechend. So, und zwar verkaufen wir die 4. Verkaufen wir ja rechtsklick. So. Ja, das ist schon gut Gold verkaufen. So, jetzt um 71 Gold. Oder doch lieber was anderes. Alter, das war jetzt, glaube ich, dumm. Das war jetzt, glaube ich, dumm. Hat jetzt Schaden 5. Hat Schaden 8. Naja, egal. Das auch.
hier können wir auch verkaufen. Und dann verkaufe ich auch die Schuhe. Und dann sind wir schon nah dran, dass wir den, können wir den Kompass kaufen. Ich will erstmal das Kettenhemd hier, das Kettenhemd reparieren. Und das zweite Schwert. So, auf. Auf zum Waffenhändler. Ich sollte mal was trinken. Geschlossen. Oh, macht das um 10 auf. Okay, dann warten wir mal 2 Stunden. Genau, das machen wir jetzt einfach, weil wir Geld brauchen. So. Und zwar möchten wir... Aha, das ist okay. Das ist okay, also wir müssen mit der Person ansprechen, die den Gegenstand hat. So. Und zwar das hier. Das kostet mich auch 62 Goldstücke. Das ist auch schon sehr teuer. So, jetzt können wir rasten. Aber wir wollen auch noch das hier. So. So, das Stilett. Das kann nur der Krieger nehmen. So, dann verkaufen wir das hier. Geben ihm das. Das Messer geht hier nicht hin. So. Also kann ich es auch verkaufen. Das Stilett ist doppelt. Er hat keinen Lagerplatz mehr. Okay. So. Gut, die verkaufen wir dann bei Vanya. Aber. Ich kann das hier reparieren lassen. Das kostet 220. Scheinbar sind Menschenschwerter viel einfacher gemacht als. Genau, aber jetzt kann er nämlich, wenn er in den Nahkampf muss, hat er auch eine Waffe gescheiter dafür. So. Gucken wir mal, wie viel Geld wir zusammen haben. 28, 7, 14, 9, das sind 30, sind noch was in 40. Ja, ja, also wir können die Früchte jetzt locker kaufen. Dann würde ich sagen, ich speichere mal. MP3, Früchte, hilfreich. Ah, ich tippe etwas zu schnell. So, und dann würde ich sagen, das Letzte, was wir jetzt machen, auch für heute, für diese Aufnahme, ist, wir gehen her, kaufen die Früchte und schauen, ob die uns was bringen. Das, was wir da kriegen, das sind die Früchte, die wir... Gut, dankeschön. Jetzt gucken wir mal, wo wir die noch finden. Denn wir brauchen nur eins. Ich lade nochmal. Wir wissen, dass die Früchte nicht hilfreich sind jetzt, weil... Wir hatten schon mal welche gehabt und haben sie weggeworfen. Und wir suchen jetzt einfach nochmal im Haus des Südwinds-Clans, ob da noch welche rumliegen. Ich habe es ja dann nicht mehr aufgenommen. Aber vielleicht liegen hier in den Küchen auch noch welche rum. Und dann können wir die auch einfach mitnehmen. Dann ist das das Letzte, was wir machen. Wir gucken.
Und er zieht sich das hier an. Das hier können wir übrigens auch verkaufen. Eigentlich gucken wir nur, ob wir hier Früchte finden. Na ja, gut, wenn sie alle müde werden, können wir auch rasten. Dann müssen wir auch nicht mehr heilen. So. Da sind welche. Sein, dass es Absicht ist. Dass die da liegen, ohne dass man sie aufnehmen kann, um den Spieler zu ärgern. Eigentlich müsste ich jetzt hier die höhere Reichweite haben. So. Geht das nur nach oben und unten? Typ ist im Weg. Geh da weg. Das ist interessant. Was ich genau an dieser Stelle geht's nicht. Jetzt hier geht's. Eins, zwei, drei Felder weit weg. Jetzt hat er wieder den rechten Klick nicht angenommen. 1, 2. Ah, ja. Das ist echt komisch. Es kann sein, dass es in die Richtung nicht geht. Es kann zwar sein, dass ich es extra gemacht habe für diese Stelle, weil sie wollten, dass man nicht diese Früchte kriegt. Jetzt ist er nämlich erst nach rechts gelaufen, um aus dem Ding aus wieder zu gehen. Jetzt. Ich habe sie gekriegt. Beständigkeit lohnt sich. Was wollte ich sagen? Ich halte es halt für recht unwahrscheinlich, dass sie das. Habe es für recht unwahrscheinlich gehalten, dass sie das extra gemacht haben. Weil das ist ja ein Stück Quellcode, den man schreiben muss, der nur an einer Stelle im Spiel vorkommt, quasi. Und normalerweise schreibt man für das Spiel in eine Art Engine, die einfach Standardregeln hat und die wendet es einfach überall an. Und das heißt, dieses, dass man da läuft, dass da jetzt eine Ausnahme von dieser Regel ist, dass man, wenn man läuft, ich habe ja gerastet. Dass man dann. So, unmöglich. Das ist tatsächlich jetzt sehr. Wir brauchen das ja nur an der einen Stelle, wo die Falle nicht in der Mitte des Raumes ist. So, man muss also quasi irgendwie dann eine Abfrage machen, ist der Spieler in dieser Kartenposition? Wenn ja, dann gilt die Regel aber auf einmal nicht. Und das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil das einfach den Code komplizierter macht und man den dann schwerer versteht. Und dann ist es sowieso ein Feature, was wahrscheinlich sehr wenige Leute überhaupt gefunden haben. So, Medizin wollen wir haben, genau. So, die Früchte werden nicht verkauft. Das wird aber wohl verkauft. So, und dann kostet dies 20 Gold. Ich habe den Kompass noch nicht, gell? Ja, hilft ja nichts. Das kostet 4,5 Gold. Und dann würde ich sagen, beende ich hier die Aufnahme. Und wir kriegen nochmal einen Trank für 20 Gold geschenkt. Ich beende hier die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, miau. Ein schnurriges Willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Panty spielt Albion. Letztes Mal haben wir hier die Heiltränke gekauft und wir haben uns die Früchte besorgt, und zwar ohne 40 Gold bezahlen zu müssen. Und jetzt gehen wir eben schnell nochmal her und verkaufen hier den Overall. Und dann gehen wir wieder in den Dungeon und schauen, was wir für die Früchte, die wir diesmal nicht kaufen mussten, bekommen.
was wir für die 40 Gold bekommen hätten. So, ich glaube, dass... Vanya heißt sie, glaube ich. Vanya noch nicht offen hat. Das ist auch falsch, sie hat schon offen. Ansprechen. Und hier ist dann Vanya mit I geschrieben. So, schauen wir mal, was wir für den... So, ich glaube aber eigentlich hier untersuchen. Ja, ja, genau. Der Schild, den können wir auch verkaufen. Können wir bei dem anderen Händler machen. Der hat solche vorrätig, weil Sira wird den nicht tragen können. Okay, der Overall gibt uns 2,3 Goldstücke. Ist doch schon mal was. So, eigentlich wollen wir diesen Schild hier wieder haben. Kostet hier 15,2 Gold. Ich gehe eben schnell mal gucken, ob der bei dem anderen Händler, ob die Preise unterschiedlich sind. Aber... was wir eben machen, damit wir nicht den Krondir killen müssen unbedingt, kaufen wir uns nochmal einen Fleischbrocken. Denn wenn ihr euch erinnert, da war noch dieses eine Maul, was uns den Weg versperrt hat, wo wir einen Fleischbrocken reinstecken müssen. So. In der Truhe eigentlich gerade was drin. Packen wir da doch einfach die Sachen für Sira rein. So. Außerdem weiß ich, dass uns auch noch weitere menschliche Charaktere joinen werden. Das ist der Grund, warum ich hier... Der wird ja dann wahrscheinlich Fernkämpfer bleiben. Warum ich hier das Schwert noch aufhebe. Sieht gut aus. Der kann das Schwert aber noch verwenden, deswegen. Genau, dann gucken wir doch mal eben. Jetzt muss ich nur ganz schnell doch nochmal, weil ich sehr vergesslich bin. Einmal nochmal gucken, was würde das Schild kosten? 15,2, was kostet es beim anderen? Haben die Händler unterschiedliche Preise, ist die Frage. Was geht hier rum? Das ist tatsächlich ein Spiel, wo man irgendwann die Architektur auswendig kennt. Aber am Anfang muss man sich ein bisschen reinfinden. Das war, glaube ich, ab 10 erst, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie das ist, bevor man wartet. Ansprechen. Und zwar 19 Gold. Okay, also sprich, Vanya verlangt weniger Geld für die Waffen als er hier. Das heißt, wir kaufen uns das Schild von Vanya zurück. Sie können uns noch nicht mal einen Pfeil leisten. Gut, ist halt so. Aber, ach Quatsch, wir können ja den Schild hier verkaufen. So. Denn, also, Rainer braucht auf jeden Fall so 20 Geschosse, dass der ein bisschen ballern kann wieder. So. Das ist natürlich hier für ihn dann ein großes SKI-Schwert und eine bessere Rüstung. Genau. Selbst das große Stilett kann nur er verwenden. Das heißt, die Lanze ist eigentlich das, was wir wollen. Es ist tatsächlich, aber wenn man guckt, es ist je teurer, umso besser. Das ist so die einfachste Regel. Okay. Gut, dann kriegt. Ah, ich kann. Ich kann hier nicht Items verteilen. Dazu muss ich aus dem Laden raus und hier rein. Das ist natürlich ein bisschen unschön. So. Aber jetzt geht's wieder zurück zum Haus der Formel-Gilde. Dazu kommen wir eigentlich geradeaus. Eigentlich hier sogar suchen. So, wobei, wir haben noch Geld. Wir können zum Trainer. Ja, ja, wir erwischen den Mörder noch. So. Und zwar... Kampf. Es ist nicht schlimm, wir wollen sowieso alle trainieren am Ende. Also es ist nicht schlimm, wenn wir jetzt das Gold ausgeben, indem wir Drill trainieren. Jetzt ist auch unser Gold. Ah, wir haben sogar noch Gold. Nein, Drill ist Chef, aber ich will hier, wir haben sogar noch Gold hier. Das heißt, Drill ist jetzt voll austrainiert. Der hat keine Trainingspunkte mehr. Und hat dafür einen Nahkampfwert, der sehr schön ist. Eben noch 12 Trainingspunkte, die packen wir auch in Nahkampf. So.
So. Nun aber wieder mit Trier an der Spitze. Da er immer noch als Krieger der zäheste von allen ist. Das heißt, wenn er eben irgendwas abgibt, wie zum Beispiel diese Plank oder so, dann zieht das ziemlich wirklich was ab. So, das sind mir eigentlich genug. Ja, genau das machen wir jetzt auch. Und zwar gehen wir jetzt zum Haus der Formagile. Und während wir das machen, wechsle ich die Hand und steuere mit der rechten Hand, weil ich nur die Pfeiltasten brauche. Und trinke mal eben einen Schluck. Und wenn ihr, wenn einer von euch nichts zu trinken gerade dastehen hat, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, was zu holen. Und wenn man was dastehen hat, am besten mal einen Schluck trinken. Stay hydrated. Gewechselt. Ist natürlich bei den Pfeiltasten dann ein bisschen abgesondert, sind einfacher. Weil man die Taste gut zeitweise mit beiden Händen drücken kann. Und da hört man schon das Growlen eines Gegners, der uns gesehen hat. Das heißt, wir hätten das Fleisch gar nicht kaufen brauchen. Aber das ist nicht schlimm. Das funktioniert schon viel besser.